Paris Hilton, genau. Ist gerade in Berlin, um zu shoppen. Und andere Dinge, die sich darauf reimen. Paris war total begeistert, weil jetzt auch in Berlin immer mehr Läden rund um die Uhr geöffnet haben. 24 Stunden geöffnet, das kannte Paris ja bis jetzt nur von sich selbst. Unsere Kultur. Unsere Kulturreporterin Agnieszka Händel hat sich an ihre Fersen geheftet und uns diesen Bericht hier mitgebracht. Schauen wir mal rein. Hallo, hier ist Agnieszka, eure Kulturreporterin. Ich bin hier heute auf der Spur von Paris Hilton. Ich will einfach mal wissen, warum alle so von ihr begeistert sind. Ich wurde mit Nils Ruf gesehen. Was kannst du dazu sagen? A man who will treat me well, who's funny, who's smart, who's loyal and just someone who could be my best friend and someone I could trust and love forever. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love, pumping for love. 'Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. Ich bin hier gerade im KDW. Paris Hilton ist gerade angekommen. Ich habe auch eine Menge Groupies getroffen und die werde ich auch befragen. Wir sind eigentlich hier, weil Paris Hilton im Hause ist. Bitte? Ja, warte, da, ja. Gehört? Ja, habe ich gehört, aber Grace Kelly, dann die Susanne Eriksson nach dem Kriege, die mit dem Modeschöpfer Osagard, die deutsche Mode in Amerika kreiert hat, das war eine ganz andere Liga. Paris! Oh, jetzt redet sie mit dem Glatzkopf. Mach Platz. Paris! Sau kalt in Berlin. Zieh dir auf jeden Fall einen Slip an. Du frierst dir sonst die Muschi ab. Ich weiß, wovon ich rede. One Day with Paris geht langsam zu Ende und One Night in Paris könnt ihr euch ausleihen. Viel Spaß dabei. Agnieszka! Hier ist die Karte. Hast du ganz toll gemacht.